Hallöchen, Leute, und willkommen zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda, The Minish Cap für den Game Boy Advance. Wir haben das letzte Mal, unser Schwert komplett aufgewertet und, sind jetzt hier unterwegs in dem Dungeon, bei dem ich vermute, dass es der letzte sein könnte. Nämlich das dunkle Schloss Hyrule, das Vati total kaputt gemacht hat und so und ziemlich hässlich eingerichtet hat. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, was hier so noch alles auf uns zukommen wird. Kann man es hier einfach nochmal größer machen, so hier und auf den Schalter und... Way! Jetzt können wir den König befreien, wenn ich aus der Tür rauskomme. Und Moment. Ah, schade. So, schauen wir mal. Also das war so und dann so und dann so. Oh, achso, ich muss mit ihm reden. Ups. Ah, DK, du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Was du nicht sagst. Ist das alles Vatis Werk? Ich bin der König und ich muss Vati besiegen, doch ich kann nichts gegen ihn ausrichten. DK, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda. Mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Kleinen Schlüssel erhalten. Öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Okay, sehr gut. So. Und das war, denke ich, da oben. Genau. Schauen wir noch mal, wo uns... Ah, aua! Das war jetzt irgendwie gemein. Wenn ich mich jetzt noch daran erinnern könnte, wo das... Wo diese, warum mache ich mir eigentlich den Aufwand? Ich hätte da oben einfach den Block wegschieben können. Naja. Ah. Nein! Dankeschön. So. So. Au. Woran ist der jetzt gestorben? Na egal. Ups. Eigentlich wollte ich einen anderen Trick ausprobieren, der mir in den YouTube-Kommentaren zugetragen wurde. Nämlich, dass man den Kopf von den Stahlfoss auch einfach aufsaugen kann. Aber vorher kümmere ich mich jetzt hier um diese blöden Moldorm. So, sehr schön. Die sterben mittlerweile recht schnell, das gefällt mir. Was haben wir denn da? Die Dungeon-Karte erhalten. Sehr, sehr, sehr schön. So, einmal nach oben. Und ich habe das Gefühl, hier kommt irgendwas. Töte mich nicht, töte mich nicht. Töte mich. Oh, nix. Oh, will ich da schon rein? Das sieht mir irgendwie wenig einladend aus. Moment, komme ich hier raus? Ah. Schön. Okay, dann werden wir, bevor ich in diesem Dungeon weitermache, werde ich die Spannung etwas erhöhen. Vorher will ich aber noch ein, zwei Geheimnisse hier ergründen. Nämlich zum Beispiel meine neuen Schwerttechniken. Hüp, 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 ha, hüp. Oh, hüp, ha, hüp, ha, hüp, 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 ha, so. Gucken wir doch mal. Nanu, dieser Mantel, und du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? So sei es. Ich werde dich nun die Technik der Sturzattacke lehren. Erstens, ziehe den Greifenmantel an. Okay. Rüstens, zweite dich mit dem Schwert aus. Drittens, spring hoch in die Luft. Viertens, zücke das Schwert am höchsten Punkt des Sprunges. Es ist vollbracht. Das ist ziemlich viel. Höchst erfreulich, dass dein Verstand so schnell arbeitet. Doch Schwertattacken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Und ich mache deinen Körper... Hey, lass mich ausreden, du machst Marionette. Ich mache dich einfach zur Marionette. Wow. Das erinnert mich irgendwie an Zelda 2. So, nun versuche es selbst. Zieh deinen Greifenmantel an, springe hoch in die Luft und zücke das Schwert am höchsten Punkt in der Luft.
Sehr gut, ich überreiche dir hier. Da. Du hast die Sturzattacke erlernt, mit voller Kraft vom Himmel herab. Sehr schön, kannst du mir noch was beibringen? Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen werde. Jetzt kommt. Warum lässt du uns nie ausreden? Mich, meine Brüder, niemanden lässt du ausreden. Hey, bleib bitte hier. Oh nein, nicht schon wieder. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Und zwar hatten wir die Schwerttechnik hier haben wir jetzt, also die Schwerttechnik kennen, hier haben wir alle. Den Geist brauchen wir noch, stimmt. Wo war denn dieses Grab? Da unten, genau, ein Tabanta. Ich erinnere mich, weil dort kann ich, glaube ich, jetzt meine letzte Technik abholen? Schauen wir mal. Probieren wir es doch einfach mal aus. Jupp, zu diesem Windmal reisen. Jawohl. Das machen wir doch glatt. So, dann brauche ich die wieder und den wieder. So. Aua. Au. Hey. Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Okay, gut. Ich glaube, ich muss da runter. Nein, nicht da runter, da runter. Und dann kann ich da rüber. Aua. Renn! Sehr gut. Ich bin Magnus, der Erste, der Größte. Ein Besseres gibt es nicht. Nanu ist es noch. Alle 7 Schriftrollen der Schwertkunst. Wo ist noch die 7? Wir hatten... Ich hab eigentlich nur noch den Hyrule. Oh, okay. Das ist blöde, aber meine Güte, man kann hier nicht alles haben. Mir fehlt wirklich noch eine. Moment. Nee, keine Ahnung. Also machen wir das nächstliegende. Wir bringen Vati um. Zu diesem Wind mal reisen. Jawohl. So. Und schon sind wir da. So. Dunkles Schloss Hyrule. Oh, da brauche ich einen Schlüssel. Scheinbar muss ich doch in diesen großen, durch diese große Tür, die mir irgendwie überhaupt nicht gefallen will. Oh, mal blind. Ha! Luschen! So. Alles getötet. Da ist schon wieder einer. Keine Chance hier. Glücksrockmänner. Ich kriege die Dinger immer noch. Ich mag die nicht mehr sehen. So, dann schauen wir doch einfach mal in die andere Richtung. Wenn rechts nichts ist, dann gehen wir eben nach links. Oh. Haha, das hast du dir so gedacht. Haha. Und nichts passiert. Oh je. Aha! Oh Gott. Okay. Moment. Die Kugeln, die Statue spuckt, kannst du mit dem Schwert abwehren.
probieren wir doch einfach mal was. Ups. 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 Und. Ah, Mist. Ich wollte das mit der Wirbelattacke abwehren, aber das war scheinbar kein so guter Plan. Ha, doch, es war ein guter Plan. Haha, ich habe gute Pläne. Ich bin ein guter Pläne-Schmieder. Schmiede, Schmied. Oh nein, was mache ich denn? Ah, das war saublöd. Okay. Dann eben nochmal. Ei. So, einmal hier rum, einmal darum. Die Dinger sind hoffentlich immer noch weg. Jawoll, sehr gut. So, und du, ne? Du kannst mich mal volle Kanne gerne haben. So. Du auch. Arsch. Ah! Moment. Nee, nix. Und hier? Nein. Na dann. Eben nicht. Oh. Ah. Ich bin so klug. La 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 la. Weil so ein ähnliches Rätsel gab's schon in Link's Awakening und ich weiß, dass ich das stundenlang verbracht habe. Seitdem bin ich der auf rote Platten gehe Spezialist Dingens. Das ist wieder eins von diesen Rätseln. Also bisher bereitet mir dieser Dungeon nicht so viele Probleme wie der Windpalast. So. Ups. 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 Wunderbar. So, jetzt nicht runterfallen und den kleinen Schlüssel erhalten. Meine Stimmbänder wollen heute mal wieder nicht so, wie ich gerne möchte. Aber das ist kein Problem. So. 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 Dann schauen wir doch mal, was es da Feines gibt. Einen grünen Teppich. Oh, jetzt kann ich das ausprobieren, was mir hier gepostet wurde. Au. Und? Hahaha, das ist cool. Das gefällt mir. So. Ups, ups. Ups, ups. Ah, scheiß drauf. So. Nehmt das. Nehmt das. Elendige Dingers. So. Ah. Ich kann sie natürlich auch einfach umhauen. Das macht das Ganze einfacher. So. Moment. Ach so, okay. Dann muss ich hier. 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 Und hier. Oh, das war blöde. Okay, nochmal. Hier. Nein. Hier. 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 Und hier. So. Ah! Zu spät. Mann. So, so, so und so. Ha! Elendiges Rätsel, ich habe dich durchschaut. Und damit machen wir einen kurzen Break für diesen Part. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit allen gefallen. Falls ja, bitte kommentieren, bitte gut bewerten, bitte abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.